und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch etwas zum Recherchieren erklären. Wie genau ihr recherchiert, wie man am besten vorgeht und wie das besonders sinnvoll gemacht werden kann. Bevor ihr recherchiert, braucht ihr natürlich ein Thema. Oft wird euch das Thema vorgegeben. Wenn ihr euch aber selbst ein Thema überlegen könnt, dann könnt ihr euch überlegen, welche Themen euch besonders interessieren, welche Fächer ihr in der Schule interessant findet oder welchen Unterrichtsstoff ihr besonders spannend fandet. Wenn ihr ein Thema gefunden habt, geht es weiter mit dem eigentlichen Recherchieren. Recherchieren könnt ihr zum Beispiel in der Stadtbibliothek oder in der Schulbibliothek. Ihr könnt in euren Schulbüchern euch informieren. Ihr könnt eure Eltern, eure Verwandten fragen, sonstige Leute, von denen ihr wisst, dass sie sich mit eurem Thema auskennen. Ihr könnt natürlich auch im Internet recherchieren, indem ihr bei Suchmaschinen euer Thema eingebt und euch da weiterlest. Im Internet müsst ihr allerdings aufpassen, dass eure Quelle auch wirklich seriös ist. Also, dass die Internetseite, auf der ihr euch informiert, auch wirklich seriös ist. Dazu solltet ihr euch vor allem den Autor der Texte und der Inhalte anschauen. Wenn ihr mit dem Recherchieren fertig seid, geht es weiter zum Sichten der Inhalte. Das bedeutet, dass ihr euch grob, zum Beispiel Post-its oder irgendwelche anderen Markierungen, an die Stellen macht, wo ihr interessante Informationen gefunden habt. Internetseiten könnt ihr drucken und euch hier irgendwelche Markierungen machen, damit ihr die Stellen, an denen interessante Dinge zu eurem Thema stehen, auch schnell wiederfindet. Wenn ihr die Inhalte gesichtet habt, also eventuell auch Dinge aussortiert habt, wo überhaupt nichts Relevantes drinsteht, geht es weiter zum Notizen machen. Hier notiert ihr nun alle Dinge, die ihr euch in Punkt 3 markiert habt. Ihr guckt eben an genau den Stellen in den Büchern oder auf den Internetseiten, die ihr euch vorher markiert habt, und schreibt diese stichpunktartig auf. Hierbei ist es ganz besonders wichtig, dass ihr euch sofort die Quelle dazu schreibt. Das heißt, dass ihr den Autor oder den Text oder irgendwie anders markiert, wo genau ihr diese Information her habt. Das ist sowohl hinterher beim Schreiben des Textes wichtig, als auch wenn ihr noch mehr Informationen zu diesem Stichpunkt von euch selbst haben wollt. Mit der richtigen Quelle findet ihr ganz schnell die Stelle wieder. Wenn ihr hiermit fertig seid, also diese Punkte abgeschlossen habt, dann habt ihr alle Vorarbeit geleistet und fertig recherchiert. Nun müsst ihr nur noch euren Text erstellen. Wie ihr eine Erörterung schreibt, ein Referat am besten vorbereitet oder sogar eure Facharbeit schreibt, dazu findet ihr weitere Texte und Videos bei uns. Viel Spaß!